Und wir kriegen dann vielleicht auch nicht mit, wenn wir zu viele auf einen Schlag machen, dass irgendwas davon in den Keller geht. Fisch geht halt echt runter, das stört mich ein bisschen, dass der Fisch runtergeht. Machen wir gleich nochmal. Arbeiten wir gleich mal dran, dass der Fisch nicht weiter so extrem runtergeht. Machen wir da gleich mal ein paar Fischerhütten hin. Vier. Fünf Fischerhütten. Die Häuser werden gerade in einem guten Tempo, übrigens in einem sehr, sehr schnellen Tempo durchgebaut. Beschäftigung ist nur Mittel. Taverne ist fertig. Wir haben keinen Koch. Was? Einzigartig? Also sehr weit entfernt? Oh, aber nur Mittel. Nee, Mittel mache ich nicht. So, stellt Mahlzeiten her. Braucht ein Wildschwein. Haben wir auch noch nicht. Dann bist du die Bedientheke. Und du der Aufenthaltsraum, weil du ein bisschen größer bist. Einmal Bier. Und wir stellen einen ein. Haben wir wie 14? Wieso passen hier nur 14 Menschen rein? Warte mal. Nee, 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 nee. Ich will hier schon ein paar mehr haben. Das ist so ein großes Ding. Können wir da noch irgendeine Erweiterung ranpacken? Man kann halt einfach die Erweiterungen in die Erweiterungen reinpacken. Und auch doof. Weg ist die Küche. Küche. Nee, lass. Gut. Dann ist, passt es schon hier. Passen da 14 halt nur leider rein. Warte mal, habe ich hier irgendwas zum Schreiben? Ja. Und zwar schreibe ich mir mal auf. Sechsundzwanzig und 14. Wie viel Platz wir in den Tavernen haben, dass wir es nicht mit den Bürgern übertreiben, dass ich mit keinen Platz in den Tavernen habe. Und so nach und nach halt dann immer vielleicht ein paar mehr mache. Was ist? Beschäftigung ist Mittel. Okay. Ich denke nicht, dass wir damit gerade die Beschäftigung nach oben kriegen. Nee. Ist auch noch nichts fertig geworden. Wohnhäuser werden fertig. Und hier dann bauen. Marktplatz. Am besten halt schön direkt neben der Taverne. So, dann haben wir die Nahrung. 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 Kleidung. Das müssen wir mal kurz drehen, das war falsch rum. Beginnen. Und dann würde ich tatsächlich bauen einen Speicher. So gedreht. Hier mit herbauen. So. Fischer. Fischer. Oh, da haben wir keine mehr. Die Beschäftigung Mittel ist gleich, wenn so zwei, drei Leute eigentlich nur fehlen. Ja, ich habe mein Zeitfenster verpasst. Esse. Okay, das.
Ich wollte dich eigentlich nicht anklicken. Die bauen echt in einem sehr guten Tempo jetzt, unsere Bauarbeiter. Tatsächlich sehr gut. Nenne ich Herrenhaus. Das ist sogar perfekt so. Das will ich nicht mehr ändern. Ja. Oh, da sind einige verwundet. Aber einzigartig wäre halt echt geil gewesen. Aber gut. Haben wir nicht gekriegt. So, die Taverne ist auch fertig. Dann machen wir den Markt noch fertig, wenn das alles fertig ist. Jo. Mittel. Sollte eigentlich nicht Mittel sein, aber wir haben die zwei weggekriegt. Wir sollten vielleicht auch ganz viele normale Häuser bauen noch mit. Bären. Fisch. Brot. Käse. Keiner mehr. Damit erhöhen wir unsere gesamte Lagerkapazität auch wieder. Fisch geht echt stark in den Keller und Bären gehen gerade stark in den Keller. Vielleicht mal in Sachen Bürgerliche machen Piano. Kurz warten, dass ich schnell genug reagieren kann, falls was sein sollte. Uns aber Menschen dafür. Okay. Sollte hoch sein, ja. Ja, dann machen wir mal ein paar Leibeigene zu. Ein paar Neuankömmlinge dürfen sich mal niederlassen. Hätte ich jetzt gesagt. Geht ein Holz ein bisschen, Holzverbrauch geht da doch ein bisschen runter oder rauf. Weil es sind dann 250 Holz, die brauchen. Dadurch kriegen wir den Wald vielleicht hier ein bisschen noch mit weg. Und tatsächlich machen wir hier Holzfällerlager. Ah, das könnte zu weit weg sein. Lass es da. Lass es da. Das gleiche Bedenken wie die ganze Zeit. Es könnte zu weit weg sein. Okay, einfach mal warten. Goldtechnisch ist so plus minus null, das ist ganz gut. Haben sogar eigentlich mehr Einnahmen als Ausgaben. Da passt es schon. Ja. Die Beschäftigung Mittel. Oh, es sind eh alle wieder hergekommen. Heißt Beschäftigung Mittel und es kommt trotzdem keiner rein. Das muss ich auch mal machen wieder. Mal wieder Zeit habe. Ich habe ganz viele Fragen zu beantworten. Und dann streame ich ja lieber. Vielleicht mache ich das morgen dann. Mal gucken. Tatsächlich wird gerade nichts gebaut eigentlich. Auch keine Taverne. Aber wir haben gleich soweit. Dann hauen wir erstmal 25 Häuser her. 25 dürfen siedeln. Ja, sehr viele Neuankömmlinge haben, die noch kein Haus haben. So. 25 dürfen siedeln. Haben wir jetzt das hier? Wir haben noch keinen. Es finden uns auch noch drei Leute. Diese Woche nichts verkauft. Ja, du hast ja auch noch nichts um die Nähe. Um dich herum. Das passt schon so.
Hier fehlen ja noch ein paar Mitarbeiter. Bisschen was brauchst du ja noch. Gucken wir mal. In 2 Tagen kommt keiner, weil die Wohnfläche niedrig ist, weil ich 25 Häuser gerade zum Bauen im Auftrag gegeben habe. Aber ich hoffe, die werden das schon machen. 200 Fische nur noch und 300 Bären. Die Bären sind so hin und her. Fisch geht runter. Käse ist relativ stabil. Vielleicht sollten wir aber trotzdem Käse noch etwas ausbauen. Weil das das Einzige ist, was wir auch noch gut ausbauen könnten. Aber zuvor würde ich halt sehr gerne hier eher ein Haus bauen. Oder nochmal anfangen, eine Stadt zu bauen. Und die ganzen Wohnhäuser werden gebaut gerade. Trotzdem schon mal noch eine Taverne hier hören. Weil das ist ja eine ziemlich kleine Taverne hier nur. Hey, da ist sogar gerade noch so ein bisschen Platz. So. Wir da noch irgendwas Kleines hin. Dachfenster und alles ist halt aus Stein. Ich hätte sowas gerne aus Holz. Aber okay, das ist eine kleine Taverne. Mehr nicht. Ja, weil mehr Platz haben wir auch nicht. Größe 32. Warum ist das so viel mehr Größe? Tatsächlich vielleicht hier nochmal eine Taverne hin. Da ist gerade noch Platz. Und dann da nochmal eine. Dann haben wir hier nochmal ein paar Tavernen. Sollte hinhauen. So, würde ich tatsächlich noch ein paar Neuankömmliche lieber wieder zu Leibeigene machen. Da halt wirklich die Kirche kann ich zur Not auch noch irgendwo rein platzieren, dass da Platz ist. Das sollte kein Thema sein. Hier machen wir dann noch jeden Fall ein Wohngebiet hin. Mit allem. Weil dann würde ich hier nochmal Kühe und Käse und allem drum und dran ein bisschen ausbauen. Hier Käse auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen mit dem Käse nach oben gehen, dass wenigstens 2 Nahrungsmittel voll da sind. Wenn Fische eh sehr stark nach unten gehen. Sollten wir hier nicht? Jo. Und, tschupp. Bist du voll besetzt. Wunderbar. Vielleicht bauen wir auch einfach nochmal ein paar Fischerhütten. Machen wir hier mal so richtig einen Schwung Fischerhütten hin? Mal hier so einen richtigen Schwung Fischerhütten hin. Mal so eine ganze Reihe. Können wir schon einmal mal machen. Nicht zu oft. Also ich will hier nicht zu viel Fischerhütten die ganze Zeit herschmeißen. Das sind jetzt 6 Fischerhütten nochmal, die wir drauf kriegen. So einen Schwung Fischer. Da könnten wir auch nochmal eine Fischerhütte hinsetzen. Hier so. War das E-Baugebiet. Ja. Hier kommt dann E-Dorf hin. Hier wäre dann Ding. Einer hat keinen Platz für sein Haus. Es kann auch einfach sein, weil gebaut wird. So, Einwanderungswahrscheinlichkeit Mittel. Warum? Es ist alles da. Wirklich alles.
Überfluss. Das Ach, Beschäftigungsmittel. Ja gut, die ist runtergegangen. Ich mach das jetzt. Nee, wir machen das noch nicht. Machen erstmal was anderes. Und das soll eine Steinbrücke werden. Das muss eine Steinbrücke werden. Es muss eine Steinbrücke werden. Baut sie. Ah! Ich mag Steinbrücken. Im Vergleich, ich finde die cool. So. Beschäftigung ist Mittel. Okay. Ist so. Kann ich jetzt gerade nicht ändern. Schaut es eigentlich so mit geschliffenen Steinen aus? Haben wir wirklich genug? Aber ich sehe, weil wir sehr viel Stein immer mehr brauchen, werden wir mal hier noch, also auch die Steinbrücke, nochmal zwei Steinbrüche herschmeißen. Schaut komisch aus. Und da wir auch gerade viel Gold haben, was auch nicht allzu oft ist, da kommen Tavernen hin. Also, wurscht. Sobald die eine Taverne fertig ist, müssen wir auch mal gucken, wie viel dann wir dann reinpassen in den Gästeraum, in den Gastraum. Steine wieder ranbekommen mit. Ich denke, unserem Dorf geht es sehr gut. Auch wenn gerade Fisch. Fisch ist jetzt gar nicht mehr so. Ist gerade sehr in den Keller gegangen, aber es geht jetzt wieder. Fisch erholt sich ein bisschen. Bären auch. So, aber können wir ruhig lieber zu viel als zu wenig. Auch goldtechnisch. Wir haben unsere Problemphase so gut überstanden. Wir haben da keine Probleme mehr. Das ist geil. Das ist wirklich geil. So, wenn dann das fertig ist, was halt auch mega viel Stein braucht. Bei 300 Steine sind schon da. Hier muss noch dann eine Taverne hin. Tatsächlich. Mal nur 10. Weil wir ja gerade die Brücke bauen. Mal nur 10. Mehr gerade mal nicht. Und das sind schon viele eigentlich wieder. Aber jetzt wird langsam unser Dorf, wenn du es so anschaust, trotzdem ein bisschen voller und bewachsener. Käse. So, machen wir da nochmal 3, weil Kühe kommen eh noch ein paar dazu.
Käse halt weiterhin pushen, pushen, pushen. Da kommen dann echt einige Kühe noch her. So, hier vielleicht so rauf dann gucken. Weil hier kommt dann ein Dorf hin. Tatsächlich, da würde ich auch demnächst hier schon den Marktplatz bauen. Dass hier halt die Arbeitsplätze da sind. Wieder ein paar gekriegt. Müssen aber erst auf Taverne und alles noch warten. Ist ja hier. Schreibe ich mir dann wieder auf. Nicht, dass es halt denen fehlt, weil wir zu wenig Tavernen haben, weil sie nichts trinken können. Das wäre auch doof. Die Brücke hier ist auch gut geworden, so mit dem Weg, der dann eigentlich so trotzdem dran vorbeigeht. Ach, deswegen sind gerade Menschen in die Stadt gekommen, weil wir keine Arbeitslosigkeit haben. Hier dann noch die Taverne hin. Da. Vielleicht können wir da noch eine hinschmeißen. Und dann sollte es schon gut sein hier mit dem Viertel. Dann haben wir hier drei Tavernen. Das ist ja das Größte, was wir haben bis jetzt. Das größte Wohnviertel. Wird schon werden. Hier oben tatsächlich eine Taverne, würde ich nur sagen. Haut halt ganz genau hin mit dem Weg. Der ist... Könnte jetzt wieder ein bisschen teurer werden, weil wir gleich eine Brücke haben, dass wir da Richtung Minus wieder ein bisschen spazieren. Verfügbare Mission. Mach mal eine einfache. Unsere Leute sind alle soweit fertig, nämlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go. Schub. Mach mal lieber zwei Missionen, nämlich statt eine extreme. Wobei, das epische Ding will ich schon haben, dann auch mal. Aber dann brauchen wir doch tatsächlich mehr Truppen. Wir haben gesehen, da nur noch hohe Wahrscheinlichkeit oder mittlere Wahrscheinlichkeit. Und das letzte Mal, wie wir eine hohe hatten, sind uns zwei Leute gestorben. Deswegen will ich lieber auf extrem gehen. Lieber auf Nummer sicher, bevor uns Menschen sterben. Das wäre so mein Wunsch. Aber... Da sind wir gerade dabei, dass wir eine Armee aufbauen können. Weiter aufbauen können. Fisch geht gerade wieder ein bisschen hoch. Bären bleiben einfach ziemlich auf dem gleichen Level. Kannst du nichts machen. Da hast du kein Plus, kein Minus. Was fehlt hier? 61 Steine und ziemlich viel hochbauen eigentlich nur noch, oder? Wettervorhersage, Wetter wird schlecht. Oh, oh. Aber 1000 Weizen, 700 Mehl auf Lager und 1200 Brot. 500 Fische, 400 Ding und Käse ist davon nicht betroffen, also. Da ist nur noch hochziehen. Hier fehlen noch ein paar Steine. Hier ist nur noch durchziehen. Ist die gleich fertig. Würde ich dann übrigens auch so Zeug noch ein bisschen ranbauen, aber erstmal die Brücke selbst fertig bauen. Das heißt, schlechtes Wetter incoming. Jetzt ist sozusagen die Probe aufs Exempel. Wie gut wird's laufen, wenn wir schlechtes Wetter haben? Und alles an Produktion down geht, bis auf Käse. Hat Fisch nach oben sogar. Ich probiere aufs Exempel. Die Brücke hier hätte ich zum Beispiel gerne nur bis da gezogen, aber es ging leider nicht. Die ist fast fertig.
Gucken wir mal, was wird. Na komm schon, die Taverne. Danke. Also endlich fertig. Rustikaler Hauptteil ist der Aufenthaltsraum. Bedientheke ist die Holzerweiterung. Oder wie viel passen? Rein. Ne, hier ist die Bedientheke. Und hier ist der Aufenthaltsraum. So. Dann brauchen wir hier Bier. Chup. Wir haben keinen Barkeeper, weil wir keinen freien haben. Haben 28 wieder. Die wir hier bedienen können. Na, wir gehen sogar schon ins Minus. Der mit dem Gold. Aber sollte uns nicht wehtun. Behaltet meine Truppen. Wenn wir gerade Minus Gold gehen, sollen wir sie eher ein bisschen länger unterwegs haben. Komm, komm, komm. Braucht nur einen Menschen dafür. Jo, mach weiter. Fehlt irgendwas gerade? Nö. Sogar gar nichts. Bisschen Minusgold, okay. Kann man aber verschmerzen. Hat der hier an mein Steuerbüro angebaut? Der hat an mein Steuerbüro angebaut. Ach, komm schon. Mach ich mal wieder kleiner, das Fenster. Fehlt ein Barkeeper. Solange ein Barkeeper fehlt, fehlt ein Barkeeper. Tatsächlich würde ich auch gleich gern wieder mal 10 Leute siedeln lassen. 10 oder 20. Weil wir haben immer noch 100 Neuankömmlinge und es werden halt auch immer mehr, weil wir halt auch immer mehr Leute brauchen. Jetzt kommt gleich das schlechte Wetter. Das könnte uns das Genick brechen oder nicht, weil wir jetzt 460 Menschen haben. Ich glaube, da kommt es sogar schon gleich. Nö, noch nicht. Brücke ist auch nicht fertig. So. Gucken wir mal schnell. Ach nee, Gold ist nicht Minus, ist Plus, Minus, Null. Ganze Zeit. Plus, Minus, Null. Was handeln wir eigentlich noch weg? Bretter handeln wir weg? Steinblöcke handeln wir weg? Glas würde ich gern kaufen wieder. Und Fässer handeln wir weg. Ah. Wollen wir mal einen Fassmacher noch machen? Und gewöhnliche Kleidung handeln wir eigentlich weg. Aber es ist trotzdem immer noch ein Plus. Wollen wir mal... Ich glaube, die Fässer bringen echt so... bringen schon einiges, was wir immer so ein bisschen kriegen. Komm, wir machen noch einen, der Fässer macht. Einen haben wir noch. Angriff. Müsste gleich nochmal kommen. Angriff. Kann ich jetzt? Ja, kann ich. Endlich. So. Hier? Okay, keinen mehr. Schaut doch gut aus. Ja, wir wollten hier ein paar haben. 20 dürfen siedeln. Genug Beförderung für heute. 20 Leute dürfen siedeln. Müssen halt da schauen, wegen auch, die brauchen dann irgendwann mal wieder Glaube. Also hier habe ich zum Beispiel eine Kirche. Extra gerne Kirche hingebaut. Jo. Taverne wäre noch gleich fällig. Aber wie... Oh, den habe ich zugemacht. Ich will immer Escape drücken. Taverne wäre noch fällig. Die machen wir aber gleich. Denn wir machen jetzt erstmal kurz Pause.